Hey, hier ist Gregor von Abrafleur. Thema heute: Wie arbeite ich als Coach mit Klängen und Musik? Ja, ihr wisst ja, ich komponiere und produziere Musik. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, in unserer Gesellschaft hat Musik extrem an Stellenwert verloren. Nicht nur als Kunstform, sondern vor allem als Heilklang, als Teil eines Rituals, als Stimulanz für Energien und so. Musik ist heute ein Unterhaltungsbrei, den man streamt, den man auf dem Handy plärren lässt, den man im Aufzug, im Kaufhaus oder als Fernsehsoße und vor allem für lau, für umme hört. Was nichts wert ist, kostet auch nichts. Und vielleicht ist es auch umgekehrt. Ihr merkt, bei dem Thema kommt mein Blut in Wallung. Aber das liegt auch daran, Musik ist Magie. Musik verbindet uns mit dem Urquell, dem Göttlichen, der Urmutter. Musik schenkt uns die Verbindung in Regionen, die wir sonst nicht erreichen. Musik ist eine Opfergabe, ein Heiler. Musik verzaubert uns buchstäblich. Musik ist Klang. Klang ist Schwingung. Das Universum ist Musik. Eine Flöte klingt durch Dimensionen. Ich habe ein Shakuhachi-Solo im Keller des Taj Mahals gehört. Und ich schwöre euch, alle Tore der Dimensionen haben sich geöffnet. Musik kann jedes einzelne Organ deines Körpers erreichen und berühren. Jede Drüse spricht auf die richtigen Töne an. Unser Gehirn wird angeregt, gespült, gepflegt, gebürstet und gestreichelt. Unser Bewusstsein, unsere Seele, unser weltverbundenes Selbst wird geheiligt und beflügelt, wenn es mit heiliger Musik schwingt. Du brauchst nicht das Internet durchforsten zu Wellen, Pulsen, Stimmungen, Schwingungen und Ähnlichem. Aber du brauchst dringend einen Musiker, der sich damit auskennt, sich mit Musikern in aller Welt streitet und austauscht, der die alten Schriften liest, der die Stimmung der Erde kennt und spürt. Du brauchst einen Klangheiler, der die Geheimnisse kennt und dem du vertrauen kannst. Musik ist Medizin. Ich mache, studiere, lerne, probiere, suche, stimme, höre, lese, trommle, singe, schreie, spiele, programmiere, finde, spüre, träume, empfange seit 40 Jahren meine eigene Musik. Nicht immer erfolgreich und auch nicht immer gut, aber immer mehr spüre ich ihre Wirkungskraft. Und diese Wirkungskraft möchte ich jetzt mit euch teilen. Wenn jemand zu mir kommt und er hat ein Thema, dann gebe ich keine Ruhe, bis ich den Ton, das Lied, das Instrument, die richtige Schwingung, die Klangbahn im Körper gefunden habe, die ihr oder ihm gut tut. Manchmal stürzen bei diesen Klängen innere Mauern ein, wie die Mauern von Jericho, als die Posaunen kamen. Manchmal kann jemand einfach nur schön und glücklich einschlafen. Echte Musik. Und darum geht es mir. Darum gebe ich keine Ruhe. Echte Musik
wirkt.